Mit dir. Genau. Ich denke immer, ich kann laufen, dabei kann ich nur diesen Kurzsprint. So, ich bin gerade froh, dass ich nicht rückwärts gelaufen bin, sondern weitergekommen bin. Du liegst auch ganz entspannt, ja? Und so ein Transporter. Ich habe nichts links für die Erweiterung für den Kalash gefunden. Langsam erwarte ich Gegner. Kann ich eigentlich? Nee, kann ich nicht. Hier geht's nicht raus, aber da drüben komme ich lang. Neben der Stärke der Sowjetarmee gilt das Klima unserer großen Nation als einer der entscheidenden Faktoren für das wiederholte Zurückschlagen von Invasionen aus dem Westen. Sowjetische Wissenschaftler haben jetzt nachgewiesen, dass die Kälte auch vor Krankheiten und Epidemien schützt. Der Frost bildet einen natürlichen Filter, der Staubpartikel aus der Luft zieht und luftübertragene Viren, Bakterien und Allergene auf der Stelle abtötet. Nur Frostluft kann als vollständig gesund gelten. Stimulieren niedrige Temperaturen das Immunsystem. Daher werden in dieser Werkstatt die Regionen der UdSSR sind, um die positiven wie negativen Auswirkungen niedriger Temperaturen zu untersuchen. Office. Okay, ich bin irgendwie immer wieder begeistert von dem Level-Design. Nicht mal verkacken oder so, ne? Ja, Quicktime-Events, ne?
Jetzt sind wir schon in der dritten Folge, nachdem ich Ende machen wollte. Ja, herrlich. Ja, mein Name ist Kusikitz, ich spiele gern und das hier ist immer noch Atomic Heart. Bevor ich dann was anderes spiele. Danke für die Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal. Nein. Ja, mal. Neben der Stärke der Sowjetarmee gilt das Klima unserer großen Nation als einer der entscheidenden Faktoren für das Wiederholen von Invasionen aus dem Westen. Russische Wissenschaftler haben jetzt nachgewiesen, dass die Pässe auf das Krankheiten und Epidemien schützt. Der Forscher bildet einen natürlichen Filter, der Staubpartikel aus der Luft zieht und luftübertragene Viren, Bakterien und Allergene auf der Stelle abtötet. Nur Frostluft kann als vollständig gesund gelten. Zudem stimulieren niedrige Temperaturen das Immunsystem. Daher werden in dieser Werkstatt die kalten Regionen der UdSSR simuliert, um die positiven wie negativen Auswirkungen niedriger Temperaturen zu untersuchen. Frostluft. So, jetzt gibst du doch was. Wo fahren wir hin? Angeber. Oder hätte ich irgendwo anders hingewiesen. Okay, ich kann hier irgendwo was aktivieren wahrscheinlich. Und er geht voll ab. Okay, gut. Komme ich hier rein? Okay, da hier jetzt schon drin war. Gehe ich jetzt nochmal diesen Weg und hoffe, dass ich es mal überlebe.
weg. Und klick mich jetzt hier wieder durch. Nee, ich klick mich nicht durch. Ich habe die Tür jetzt aufgekriegt. Ich muss jetzt noch irgendwas machen, damit irgendwas passiert, richtig? Irgendeinen Ausgang finde. Okay. Aber wie komme ich da oben hin? Gar nicht. Komm du mal mit. Ich finde jetzt irgendeinen Punkt, wo ich dich reinsetzen kann. Noch nicht. Geht auch nicht raus. Gut, dass ich mich erinnert habe, dass wir das Spiel schon mal gemacht hatten.
hier geht's weiter, hier ist irgendwas anderes. Hier schon wieder so ein Lagerding. Ich sammle wieder Sachen aus Schränken. Und hier auch noch Sachen rausgesammelt. Thermalziehfernrohr. Hier ist nix, da ist nix. Ach, hier ist ein Speicherpunkt. Speichere Daten. Ja, und mit dieser wunderbaren Disney-Zeichnung sage ich danke für die Aufmerksamkeit. Das war Atomic Heart von mir. Es gibt bestimmt noch viel zu tun, viel zu entdecken, den einen Boss da zu besiegen und aber nicht. Jetzt, in der nächsten Zeit, sondern irgendwann später. Das war jetzt mal Atomic Heart. Irgendwann kram ich das mal wieder raus und dann spiele ich es nochmal richtig. Ähnlich wie Bioshock. Bis zum nächsten Mal.